Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche für Schweden-Tutorial-Modus, ihr wisst schon, Victoria 3. Wir geben mal ein bisschen Gas. Wir sind dabei, eine Nil-Expedition zu machen. Hier seht ihr rechts. Wir sind dabei, das Militär zu erweitern, damit wir richtig Machtprojektion haben ohne Ende. Und wir versuchen hier unten das koloniale Umsiedlungsgesetz zu erlassen, damit wir eine Kolonie gründen können. Und weiterhin versuchen wir auch noch, Verpflichtungen hier zu verdienen. Genau, da haben wir schon eine von zwei. Also ihr seht, wir haben ein bisschen was zu tun heute. Beziehungsweise eigentlich warten wir nur ab. Wir müssen abwarten, dass wir die Bleimine hier haben. Die Marinebasen und so weiter. Ja, 10% Bürokratie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft eigentlich bisher. Ja, und weil es so gut läuft, kann ich noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen für meine anderen Victoria 3 Let's Plays. Es gibt eine Playlist für Italien gründen, ein Errungenschaftsrun, ACM Run, Achievement Run. Und, warte mal, hier können wir vielleicht noch mal gucken, ob wir da nicht noch mal was importieren. So. Und jetzt noch ein Deutschland Run. Wir wollen mal versuchen, Deutschland zu bilden, zu gründen, die Nation. Ja, mal gucken, ob das so hinhaut, wie wir uns das hier so vorstellen. So, da haben wir einen unerwarteten Gast. Als die Expedition auf eine Gruppe verdächtig aussehender Händler traf, behauptet einer der Männer, ein spanisch-philippinischer Botschafter zu sein, der von diesen Söldnern entführt wurde. Schwedische Beziehungen mit dem Spanisch-Philippinen verbessern sich um 20. Die Verzögerung etwas. Das ist jetzt nicht so. Die Expedition erhält geringen Fortschritt. Das finde ich gut. Spanisch-Philippinien, was weiß ich, wo die sind. Ja, das, ich glaube, das, also wirklich, wen interessiert das eigentlich? So, weiter geht's im Text. Die Bleiminen sind jetzt gleich fertig. Sehr gut. Machen auch noch ein bisschen mehr Durchsatz dann vielleicht. Nitroglycerin ist immer das gleiche hier an der Stelle. Eisenbahn, wir könnten halt Arbeiter sparen. Wo sind wir hier eigentlich? In Svealand. Ich glaube, in Svealand haben wir genug. Brauchen wir gar nicht mehr Arbeiter sparen. Gut, also jetzt noch drei. Also das heißt hier noch die drei. Oh wait, haben wir das jetzt schon? Haben wir das jetzt schon verkackt? Ja, tatsächlich müssen wir drin hier noch welche bauen. Das ist ja verrückt, okay. Ich dachte, ich hätte da schon richtig gezählt. Naja. Ja, vielleicht haben auch die, die Privatbauten sowas gebaut. Das kann natürlich auch sein. Die sind ja dann schon mal ganz gerne dabei. So, machen wir das nochmal. Drei Wochen warten für die Kasernen. Das können wir. Dann haben wir den Teil nämlich auch erfüllt. Ihr seht unten in der Infobox dieses Videos, gibt es ja auch den Link, was für Aufgaben man alles schaffen muss, damit man das Tutorial-Achievement bekommt. Interessant, ne? Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da könnt ihr gerne mal abhaken und dann könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentarbox, was ich davon schon habe und was mir noch fehlt. So, haben wir. Wundervoll. Machen wir das mal alles zu hier. Unser Militär ist jetzt schlagkräftiger. Dies wird in Zukunft sicher praktisch werden, ob nun in der Defensive, in der Offensive oder aus diplomatischen Gründen. Wenn das eigene Land mächtiger wird, sollte man gelegentlich überprüfen, ob es noch eine angemessene Größe hat, um weltweit mitzuhalten. Wir werden auch Zugriff auf Techniken brauchen, die uns erlauben, unsere Streitkräfte zu verbessern, was aber für mehr Verbrauch von Militärwagen sorgen wird. Das ist okay, meine Nase ist irgendwie zu. Neuer Befehlshaber rekrutieren und befördern. Das geht schon. Sag mir wie. Das müssen wir nicht, glaube ich. Das ist doch Quatsch. Also hier, Challenge. Warte mal, wo waren das nochmal? Ich sag's auch noch so, ist doch Quatsch. Ich weiß doch genau, wie das geht. Armee, Marine. Generäle rekrutieren.
Aber ich will noch mal ganz kurz gucken, wie viel habe ich denn davon? Ich habe doch so viele. Guck mal hier, 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir genau das machen, was wir schon mal gemacht haben. So, haben wir hier einen... Oh, guck mal, der ist romantisch. Ach, schade. Naja. Flaches Gelände, offensive Genesungsrate, Beliebtheit 5, taktvoll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hätte... Plus 25 Moralgeneration. Also, komm, wir nehmen den Romantiker. Damit haben wir das gemacht. So, und auch noch befördern müssen wir ihn. Aber da kann man mal gucken. Er hier ist relativ neutral. Beförderung, minus 5 Bürokratie, das können wir uns leisten. 3% für seine Interessensgruppe. Ja, ist okay. Machen wir einfach mal. Oh, den neuen Befehlshaber. Oh, wer war denn jetzt nochmal der Neue? Aha. Warst du der Neue? Entschuldigen Sie vielmals. Ja, hier der Romantiker. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Wer lesen kann, ist ja klar ein Vorteil, nicht wahr? So, im Grunde genommen ist es das jetzt. Es kommen neue Sachen dazu. Ah ja, ein Diplomatiespiel beginnen. Verwickeln Sie eine Nation in ein Diplomatiespiel. Ja, da ist ja nichts besser als Norwegen. Die haben ja bestimmt richtig Lust auf uns. Wir könnten die in eine Zollunion kriegen. Generiert täglich 1% Fortschritt für die Verbesserung der Beziehung. Aber lass uns doch mal gucken, was war nochmal die Zollunion? Ein Diplomatiepakt zwischen einem Seniorpartner und einem oder mehreren Juniorpartnern, durch den sie einen Markt unter der Führung des Seniorpartners teilen. Alle Klientelanpakte fungieren auch als Zollunionpakt. Okay, wir machen das erstmal ganz kurz nebenbei. So, und jetzt gucken wir mal. Sag mir wie. Wir gucken uns das mal an, richtig so Tutorial-like, ja? Man beginnt ein Diplomatiespiel über den Diplomatie-Reiter der Diplomatie-Linse. So. Die grüne Zahl in der rechten Ecke eines Diplomatiespiels gibt an, auf wie viele Länder man dieses Diplomatiespiel anwenden kann. Staat erobern ist vielleicht jetzt nicht so hilfreich. Marionettenzwang. Dominionzwang. Das anfängliche Kriegsziel besteht darin, dass das Zielland dazu zu zwingen, unser Dominion zu werden. Was ist denn ein Dominion? Hauptmächte können ein Land zu einem Dominion machen. Ein Dominion ist ein autonomeres Klientelland, das eigene Diplomatiespiele beginnen kann und nicht gezwungen ist, sich den Krieg der Suzeränen anzuschließen. Es ist gezwungen, jede Woche 25% der Einnahmen der eigenen Landeskasse an seinen Suzeränen zu zahlen. Ah ja, mhm. Also hier kriegen wir Geld. Klein halten. Unsere Marionette zu werden. Was macht denn die Marionette? Können ein schwächeres Land zu ihrer Marionette machen? Eine Marionette ist ein Klientelland, das keine eigenen Diplomatiespiele beginnen kann, sich aber den Krieg des Suzeräns anschließen und jede Woche auch noch 30% der Einnahmen seiner Landeskasse zahlen muss. Alles nicht so hilfreich hier, glaube ich. Vertragshafenforderungen. Ein Vertragshafen in der Zielstaatsregion abzutreten. What the heck? So, wir machen das hier. Zu Beginn des Diplomatiespiels werden wir diesen Feinden gegenüberstehen. Wo ist denn Ruanda? Wo ist denn Ruanda? Ja, ja, hier ist aber richtig viel irgendwie gerade. Müssen wir das jetzt machen? Ah, hier unten, ne? Das hier ist Ruanda? An Kohle. Na, hier irgendwo vielleicht. Ruanda. Ja, wir werden das machen. So. Bestätigen. Kann zu einem Krieg eskalieren. Sich eine der beiden Seiten anschließen oder neutral bleiben. Wir machen das mal.
Okay. Jetzt haben sie einen Diplomatiespieler drin. Okay. Das wurde erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank fürs Gespräch. Da ist also jetzt erstmal nichts weiter. Die haben jetzt Ruanda einfach Sklaverei abgeschlossen, ja? interessant. Ja gut. Ich sag mal, das haben wir jetzt einfach mal eben nebenbei gemacht. Das ist halt... Na ja. Aber mal, oder hier? Was ist denn das hier? Zollunion angenommen. Mit unserem Vorschlag für eine Zollunion angenommen. Ich glaube, das ist gut, weil wir jetzt deren Waren kriegen. Kann das sein? Wir haben jetzt hier deren Schwefel, oder? Kann man eigentlich sehen, wo das Schwefelminen... Na, schauen wir doch mal. Kann man sehen, wo wir die Schwefelminen haben? 10,4. Ich nehme mal an, das sind hier die Schwefelminen hier irgendwo, ne? 10, ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind wirklich die Schwefelminen hier. Die sind jetzt quasi bei uns mit im Dingsi drin. War das jetzt hier, ne? Ja. Wir hätten uns hier einfach einverleiben sollen. Ich sag's euch, wie es ist. Wir hätten uns hier einfach einverleiben sollen. So, aktuell haben wir jetzt quasi nur die beiden hier. Was ist das hier? Schweden. Ach so, oh, guck mal hier, das ist noch gar nicht passiert. Wir haben hier tatsächlich einfach nur das Diplomatiespiel gewonnen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das tut mir sehr leid. Ich dachte, das wäre hier die koloniale Umsiedlung. Verpflichtung gegenüber Norwegen. Das ist okay für mich. Turmschiffe wird in 9 Jahren ablaufen. Hat die Rolle Admiral. Beliebiger schwedischer Charakter hat die Rolle Admiral. Mindestens eins von diesen. Küste patrouillieren, Konvois überfallen, Marineinvasionen. Uiuiui. Befehlshaber aus Schweden nutzt Turmschiffe, die größer als 30% sind. Ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Nun gut. Ja, dann scheint es dann doch das hier zu sein. Also das hier, das... Mal kurz gucken hier. Ja, hier tatsächlich, ich habe gar nicht gesehen, dass wir das sind. Naja, nun schauen wir mal. Schwedische Kriegsreparationen im... Initiator sind wir. Unser Kriegsziel ist die Sklavereiächtung in Ruanda. Das hätten wir gerne abgeschafft, bitte. Kriegsreparation, Hauptforderung. Frankreich stellt sich auf die Seite Ruandas. Ernsthaft jetzt? Hm. Die Franzosen, wir sind denen doch gut gesonnen. Was ist denn da los? Wir können noch mal irgendwen beeinflussen. Hier zum Beispiel die Osmanen, nee, die Ägypter. Oh, warte mal, das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Verpflichtung anbieten. Die sind jetzt auch nicht die Besten, oder? Ich meine, die haben jetzt hier 0 von 158. Also ist ja die Frage, müssen wir das gerade durchploppen oder können wir einfach nachgeben und sagen, ach sorry, ich habe mir das alles überlegt. Wir können ja noch ein bisschen warten. Mal gucken, was ist sonst noch. Ach, guck mal, Frankreich gab Ruanda auf. Ahaha. Wir warten einfach ab. Frankreich hat aufgehört, die Beziehung zu beschädigen. Was ist denn los mit Frankreich? Frankreich, was ist denn los mit uns beiden? Hm? Feindselig. What the heck? Was ist denn los mit dir? Warte mal, warum machst du denn jetzt hier so eine... Betrachtet Schweden als natürlichen Feind. Frankreich steht im Konflikt mit Schweden. Minus 1000. Aha, jetzt sind sie vorsichtig. Okay, die Franzosen haben sich... Eieiei, hier geht's aber richtig ab.
Okay, also erstmal haben wir jetzt die koloniale Umsiedlung bekommen. Sehr gut. Entschuldigung, das heißt, wir können jetzt hier so eine Kolonie gründen. Das ist dringend was, was wir machen wollen. Das müssen wir natürlich auch noch hier auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, es macht mal ganz kurz Sinn, sich irgendwie anzeigen zu lassen, welche... Nee, Verrufenheit, alles nicht. Ich würde gerne wissen, welche... na, sag mal schnell. Welche Produkte da gebaut werden. Hier zum Beispiel... Ah ja, vielleicht können wir das hier sehen. Hirse. Macht ihr eigentlich was mit Färbemitteln? Ach, guck mal hier, Färbemittel. Wir könnten die schön importieren. Schön. Wir fangen mal mit Fang an, würde ich sagen. Da wird doch jetzt irgendwas sicherlich gehen, oder nicht? Färbemittelplantagen, naja gut, null von irgendwas. Übersicht. Schwere Malaria. Oh, warte mal, dann vielleicht fangen wir doch nochmal hier unten an bei Luongo. Auch nicht schlecht, wahrscheinlich. Auch schwere Malaria. Was ist denn mit euch so hier? Nee. Maasai klingt super. Wieso kann ich das jetzt hier gerade nicht? Auch schwere Malaria, meine Güte. Und Lindy hat auch schwere Malaria. Das ist alles ungünstig. Ja, das will ich euch auch mal sagen. Das geht ja so nicht. Aber die machen immer ein bisschen Färbemittel. Warte mal, kann man vielleicht, wenn man das hier schaut, warte mal, T. Vielleicht kann man sich das ja hier angucken. Produktion auf der Karte anzeigen. Ja, guck mal, das ist doch schön. So muss das doch gehen, oder? Das kann man die nur nicht so richtig interpretieren. T in Luongo, Ortspreis. Okay, wir fangen mit Fang an, habe ich gesagt. Fangen wir also mit Fang an. Wir müssen irgendwie mit denen jetzt... ganz kurz vielleicht das Kolonialamt erstmal bauen. Wo haben wir das denn jetzt? Das Kolonialamt. Wir können 0,2 Kolonialwachstumserzeugung machen. Die Frage ist ja jetzt schon wieder, wie geht das hier mit dem Klicken, ne? Wo müssen wir jetzt hinklicken? Start erobern, Staatsrückgabe, Vertragshafenforderung. Ding, 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 ding. Vasallenzwang. Oh, warte mal, ich sehe gerade hier so einen Totenkopf. Also die Expedition, war ganz ungünstig, ne? Eine der Enklaven erreichte, wartete bereits ein Brief auf Andreas Wadensten. In dem stand, seine Verlobte in Schweden habe einen anderen Mann geheiratet. Das ist natürlich verliert Fortschritt und nein. Geringer Fortschritt und Gefahr. Großer Gefahr, ach du Heiliger. Das ist ganz ungünstig. Sind wir hier eigentlich in Lindi? Nee, wir sind doch eigentlich in Ruanda. Wo ist denn hier Ruanda? Wieso ist denn... Ist das hier Ruanda? Also, was ich halt jetzt suche, ist die Frage, wie geht das jetzt mit dem Kolonisieren? Ja? Wie geht das? Gescheiterte Expedition. Ach, verdammte Axt. Come on. Verdammt noch eins. Wir hätten ihn trauern lassen sollen, wirklich. Na gut. So, gleiche Frage, gleiches Problem. Wie können wir jetzt hier kolonisieren?
Regimewechsel. Staat erobern. Macht eigentlich auch keinen Sinn, nicht wahr? Staaten auswählen, die ein strategisches Ziel bestimmt werden sollen. Fangen. Okay. Kolonie gründen. Hier, haha. Siedlungsbemühungen, die von einem kolonisierenden Land auf dem Gebiet einer dezentralen Nation eingeleitet werden. Ein angehender Kolonisator braucht die Institution Kolonialamt sowie ein Interesse der Strategieregion. Anfangs wird eine einzelne Provinz übernommen. Angrenzende Provinzen werden mit einer Rate kolonisiert, die vom Kolonialwachstum des Landes abhängt. Dabei entsteht Spannung. Ja, machen wir nochmal hier fangen, oder? Boing. Oh, what? Entschuldigung, kann ich ihn nochmal zurücknehmen? Kritisch Gabun. Nee, nee, Schwedisch Gabun, nix Britisch Gabun. Hinten kann ich auch noch was machen. Staatsregierung Kongo. Wir haben gerade zwei gemacht. Lassen Sie das Land anwachsen oder erobern Sie das umliegende Land, bis die Kolonie Ihre ganze Staatsregion umfasst. Und jetzt mal so. Sag mal, die wollen jetzt vielleicht. Ah ja, die machen das hier oben wahrscheinlich und wir machen das hier unten. 6000 Tage. What the heck? Das ist ja nicht so günstig. Da müssen wir vielleicht mal hier doch nochmal in das Kolonialamt investieren. Das Kolonialwachstum dauert ja Ewigkeiten. What the heck? Tage, das ist ja... Puh. Eieiei. Gut, wie sieht denn das jetzt hier aus? Die sind doch jetzt bestimmt gleich mal am Ende hier, ne? Die wollen doch bestimmt gleich aufgeben, oder? Und die Sklaverei einfach mal aufhören. So, jetzt werden die mal alle schön ihre Neutralität erklären. Und da führen wir jetzt echt Krieg in Ruanda? Ist das jetzt dein Ernst? Also ich meine, können wir halt machen, aber macht das denn Sinn? Jetzt mal ernsthaft. Gib doch einfach nach und lass die Sklaverei doch sein. Ist doch gar kein Problem. Na gut. Tja, die machen jetzt echt Krieg hier. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hätte gedacht, die geben einfach nach und gut ist. Finanzieren gebrochen. Na, das ist okay. Zu den Waffen. Naja, also hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber bitteschön. Müssen wir die irgendwie da... Die können wir gar nicht dahin bringen, oder? Können wir das eigentlich auch aufgeben? Frieden schließen. Kapitulieren. Unser Land verlässt den Krieg. Augenblicklich alle Kriegsziele gegen uns werden durchgesetzt. Kriegsreparationen. 10% der Einnahmen der eigenen Landeskasse für eine Dauer von 60 Monaten dem Sieger zu bezahlen. Wir warten mal ab. Armee mobilisieren. Oh, warte mal hier. Das geht ja richtig ab hier. Schicken Sie ihn und seine Truppen an die Front. Michael Palanga auf Vega wurde mobilisiert, aber noch nicht an seine Front geschickt. Ohne ihn werden seine Truppen zwischen verschiedenen möglichen Fronten aufgeteilt. Dies würde unsere Fähigkeit behindern. Ist aktuell an einer Front. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz genau, an welcher Front. Wo sollen wir den jetzt hinschicken, ne? Also wie? So, ja, hier. Front verteidigen. An eine Front bringen würden wir ja gerne, aber das geht hier irgendwie nicht. Wir kommen da nicht hin.
Das hier ist doch Ruanda, oder nicht? Das ist Burundi, Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich fast falsch ein. Hier, da ist Ruanda. Wir haben halt keine Front mit denen. Entschuldigung, könntet ihr uns ganz kurz vielleicht mal durchlassen? Wie geht denn das? Kann man da jetzt einfach mal sagen, hallo, könnte ich bitte da durchkommen? Also weiß ich jetzt gar nicht, die haben ja auch mit uns keine Front, oder? Was ist das jetzt hier? Das ist einfach der Äquator oder was? Okay. Haben wir keinen Admiral? Ich bin gerade ein bisschen Befehlshaber. Warte mal, Befehlshaber sind nur hier Generäle. Wir haben keinen Admiral. Okay, dann müssen wir vielleicht erstmal einen Admiral rekrutieren. Arrogant, Forscher. Hier, Forscher. Jakob Bergstedt. Okay, das hätten wir schon mal. Marineinvasion. Ne, warte mal. Vielleicht doch nicht Marineinvasion, vielleicht doch Konvois überfallen. Okay, auch das geht nicht. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und vor allem würde ich mich mal dafür sehr interessieren, was ist denn jetzt hier eigentlich mit schwedischer Spannung mit Fang? Haben wir da angefangen? Wo sehe ich denn jetzt hier, dass die unsere... Naja, okay, immer noch das Gleiche, alles klar. Okay, wir sind immer noch dabei, Kolonien zu gründen. Auch wenn ich das jetzt hier nicht sehe, oder habe ich das hier gerade vielleicht irgendwo anders hingeklickt? Ja, also ich würde den gerne irgendwie da hinschicken, aber das geht irgendwie nicht. Konvoi-Überfall wurde national hinzugefügt. Turmschiffe abgeschlossen. Konvoi. Befehlen Sie, Jakob Bergstedt, Konvois zu überfallen. Okay, gar kein Problem, aber... Freunde, wie soll ich das denn machen? Welche Konvois soll der denn überfallen? Es gibt ja keine möglichen hier. Da kann ich nicht draufklicken, da kann ich nicht draufklicken. Das ist halt hier so ein... Na, wenn die keine haben, haben die keine. Kann ich schlicht meine eigenen jetzt hier überfallen, oder? Ach, wie ungünstig. Küste patrouillieren. Kongo. Balten. Naja, an Norwegen halt. Das ist halt auch alles Quatsch. Also gut, da bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen, aber das wäre ja nicht das erste Mal in diesem Tutorial Let's Play, dass ich hier dem Ganzen ein bisschen fragend gegenüberstehe, was passiert hier eigentlich? Müssen halt irgendwie... Ich meine, die haben halt nicht so viel, ne? Also ich meine, wir könnten die wirklich hier gar kein Problem einfach wegmähen. Was mir auch ein bisschen leid tut, wenn ich das so sage. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Aber ich kann denen nicht sagen, bitte hier... Also wo sollen wir da hin, ne? Ich weiß es nicht. Wir verlieren... Oder die verlieren irgendwie mehr... Alle mobilisieren, Frieden schließen, vielleicht kapitulieren, aber dann müssen wir zahlen halt. Ne? 60 Monate, 10%. Falls es durchgesetzt wird, ist das Zielland gezwungen. Das Zielland.
10% der Einnahmen der eigenen Landeskasse für einen Dauer von 60 Monaten an den Sieger zu zahlen. Eieiei. Ja, das sichert nicht so, ne? Und das bedeutet doch irgendwie, wir müssten da hinkommen. Also ich muss ja irgendwie da dran kommen. Die Frage ist, wie kann ich das schaffen? Diplomaten ausweisen. Also bei Europa Universalis musste man ja Militärzugang bekommen, ne? Aber sowas gibt es hier gar nicht. Sowas gibt es hier gar nicht. Und ich sag mal, jetzt Ruanda zu subventionieren, sehe ich jetzt auch gerade nicht. Ne? Dann können wir das einfach auch laufen lassen und lassen es einfach laufen. Ich meine so. Die Lösung mit niedrigem Tiefgang. Das ist das Letzte, was wir heute machen. Turmschiffe sind auf die Verteidigung von Küsten ausgelegt. Und was ihnen an Hochseetauglichkeit fehlt, machen sie durch ihre Kostenwirksamkeit wett. Admiral Jakob Bergstedt hat die Admiralität in Stockholm darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Flotte jedwede Feinde aus schwedischen Gewässern fernhalten wird. Okay. Ja, das klingt doch super. Handelszentrendurchsatz klingt super. Marinedefensive oder Schiffswerftendurchsatz. Nee, das hier, Handelszentrendurchsatz. Klingt hervorragend. So, wir machen an der Stelle Schluss für heute. Wir sehen uns ja eh demnächst schon wieder. Genau, da gucken wir mal, wie wir das Problemchen lösen. Verpflichtung verdienen abgeschlossen, na Gott sei Dank. Der Kongo. Das bedeutet auch, dass wir die ganzen Finanzierungen jetzt hier mal sein lassen und wieder ein bisschen mehr zum Plus kommen. Gut, das machen wir alles nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüssing.